Hannah, das hier ist Simple Hannah und heute gibt es ein weiteres Let's Build Video, aber es ist nicht einfach nur ein Speedbuild, in dem ich irgendein Haus baue, sondern ich beginne damit ein neues Projekt, von dem ich hoffe, dass ich es nicht bereuen werde, weil es ein sehr großes Projekt ist und ich so meine Schwierigkeiten mit großen und langen Projekten habe, aber ich möchte ein eigenes Save-File machen und da ich schon immer besser darin war, Dinge nachzubauen oder zeichnen oder was auch immer, als mir selbst Dinge auszudenken, dachte ich, ich mache nicht ein Save-File, in dem ich einfach die ganze Welt umbaue, wie die meisten, sondern ich mache ein Disney-Save-File, weil ich, was Custom-Content angeht, Disney-süchtig bin und ich mich schon immer gefragt habe, was soll ich mit den Disney-Sims anfangen, weil ich wüsste nicht, was ich damit spielen soll. Und deswegen dachte ich, mache ich ein Disney-Save-File, weil ich echt Bock darauf habe. Und ja, das ist das erste Video dazu und ich freue mich voll und ich habe mir vorgenommen, es chronologisch zu machen, aber wenn ich auf irgendwas Bestimmtes mehr Bock haben sollte, dann mache ich das halt vorher. Aber deswegen fange ich jetzt an mit Schneewittchen und dem ganzen Drumherum, also mit den Schneewittchenhäusern, da gibt es ja jetzt nicht viele, und halt dann den Personen, die darin vorkommen. Das heißt, ich baue hier gerade das Haus der sieben Zwerge, dann mache ich noch das Haus der bösen Königin und möchte eventuell das Haus, vor allem das Schloss. Und dann möchte ich halt eventuell noch das Schloss von Schneewittchens Prinzen bauen, obwohl es da nur so ein ganz kurzes Bild gibt. Da weiß ich nicht, ob das für mich ausreicht, um es zu bauen, aber es wäre eigentlich schon ganz praktisch für das Save-File und deswegen ja. Und das Haus baue ich aktuell halt dieser Urlaubsort, der mit Outdoor-Leben kam. Aber ich werde es dann wahrscheinlich trotzdem noch in den normalen Welten platzieren. Einfach damit man da auch Leute einziehen lassen kann. Und da nicht einfach nur hinreist. Ja, genau. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich jede Welt dann das Save-File anpassen werde, weil zum Beispiel Strangerville, dachte ich erst, es wäre voll cool, das für Aladdin und die ganzen Charaktere zu benutzen, aber dann war ich mir nicht ganz sicher, wie das mit diesen komischen Pflanzen ist und dieses Labor kann man ja auch nicht löschen in der Welt und deswegen, ja, keine Ahnung, habe ich mir das noch nicht genau überlegt. Oder zum Beispiel Brightchester, da sind jetzt halt Hochhäuser und so, es passt jetzt nicht unbedingt. Genauso wie Sanmaishuno heißt die Stadt so, halt die mit den Wolkenkratzern etc. Und aber jetzt so normal, die anderen normalen Welten kann man ja passend entsprechend der jeweiligen Disney-Filme umbauen. Und ja, ich habe Bock und freue mich und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal erwähnt habe, dass ich hier gerade das Haus der sieben Zwerge baue. Aber ich glaube, oder ich hoffe, das konnte man sich jetzt schon anhand des Videomaterials erschließen. Und ich habe versucht, mich wirklich so gut wie möglich an die Vorgaben des Films zu halten. Und ich hatte richtig meine Probleme, das hinzubekommen mit der zweiten Etage und der Treppe, die da hochführt. Vielleicht hat man es gemerkt, aber ich habe es letztendlich hinbekommen. Und ich weiß nicht, ob ich die Betten nochmal ändern werde für das eigentliche Save-File. Also das Haus, so wie es ist, werde ich auf jeden Fall mit Kleinkindbetten hochladen, weil ich fand, das sah halt einfach passender aus, entsprechend der Zwergenbetten, weil so ausgewachsene Betten einfach zu groß sind, weil da könnte ja ein normaler erwachsener Sim auch drin schlafen. Aber wenn man jetzt an das Save-File denkt und damit wirklich spielen möchte, wäre es wahrscheinlich cleverer, dann trotzdem Kinderbetten da zu platzieren, weil ich es irgendwie sinnvoller fände, wenn die Zwerge Kinder wären und nicht Kleinkinder, damit die auch einigermaßen alleine in diesem Haus leben können und weil Kleinkinder von der Größe her dann doch ein bisschen klein wären. Aber ja, so genau habe ich mir das alles natürlich überlegt. Aber ich bin eigentlich echt zufrieden gewesen dann am Ende mit dem Haus, so wie es rausgekommen ist. Und ja, ich werde, was die Sims angeht, wahrscheinlich, also logischerweise Schneewittchen, die sieben Zwerge, den Prinz und die böse Königin erstellen. Dann nehme ich mal an, auch noch den Jäger. Und das war es ja auch schon an Charakteren, die darin vorkommen. Aber ich habe mir das noch nicht überlegt, was die cleverste Lösung wäre wegen der bösen Königin. Weil es gibt sie ja, also sie verwandelt sich ja dann in diese hässliche Frau.
Und dann dachte ich mir, jo, wenn ich sie zu einem Vampir mache, kann ich ihr mit ihrer Vampirgestalt ein komplett anderes Aussehen verpassen und dann kann sie sich sozusagen in die alte Frau verwandeln. Das wäre eigentlich ganz cool. Andererseits ist sie aber auch irgendwo eine Hexe und deswegen dachte ich, wäre es irgendwie passender, wenn ich sie dann zu einer Hexe mache. Aber andererseits, vielleicht hat sie, ist auch nicht eine direkte Hexe, sondern kann halt einfach nur irgendwelche Zaubertränke brauen, wer weiß. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wie findet ihr denn überhaupt Disney-Filme? Also ich persönlich bin ja totaler Fan. Ich meine, ansonsten ist halt noch Harry Potter und Marvel so auf einer Höhe, aber Disney ist echt toll. Ich habe auch Disney-Filme als Kind so geliebt. Ich hatte auch sogar Schneewittchen auf Videokassette. Ich finde das so lustig, weil sonst immer so Leute, die älter sind als ich jetzt hier und so, oh ja, früher, was es da noch bei uns in der Kindheit gab. Und ich denke mir so, ich glaube, ich bin doch etwas zu jung, um das zu kennen. Aber jetzt kann ich sagen, ja, als ich Kind war, hatte ich Videokassetten. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht wirklich krass, aber ja, den Film hatte ich auf Videokassette und ich weiß noch, dass ich das immer total lustig fand, wie Schneewittchen mit den Tieren dieses Haus sauber gemacht hat, obwohl man sich so fragt, yo, ich weiß, du willst dich bei den Kindern, die da wohnen, einschleimen, damit du da wohnen kannst und ihnen Gefallen tun, aber wer kommt auf die Idee, wenn er fast ermordet worden wäre und die ganze Nacht durch den Wald gestreift ist und endlich eine Unterkunft gefunden hat, dort erstmal zu putzen. Also sorry, ja, alter Film und es ist eine Frau, ich weiß, aber ernsthaft? Egal, aber ich mochte die Szene als Kind immer, von daher will ich mich nicht weiter beschweren. Und ich finde auch, was ich voll schade finde, es gibt ja so von Disney Film oft auch Fortsetzungen, zum Beispiel von Aladdin und Mulan und Ariel etc. Und so von Schneewittchen oder Dornröschen gibt es das nicht, weil es ergibt Sinn, weil die Prinzessinnen sind halt irgendwie voll langweilig, was soll man da noch für einen Film machen, aber ich fände es voll cool, wenn es zu denen trotzdem mal einen Film geben würde, einen weiteren, um die eben weniger langweilig zu machen und denen mehr Charakter zu geben, aber ich bezweifle, dass das jetzt noch was passieren wird. Und falls das aufgefallen ist, ich habe da draußen gerade diese Holzwanne platziert, weil in dem Film waschen die sich ja dann draußen und zwingen auch Brummbär, sich auch zu waschen, deswegen habe ich da diesen, diese Wanne platziert, genau. Und das ist jetzt die Inneneinrichtung. Ich habe jetzt nicht hundertprozentig alles so gemacht wie im Film, weil man muss ja auch noch in dem Haus leben können. Deswegen habe ich hier auch so eine Küchenecke platziert, was jetzt eigentlich nicht vorhanden war. Aber ich denke, ich habe es gut an das Haus angepasst, dass da soll diese Spüle sein, in denen die Tiere das Geschirr abgewaschen haben. Und ich hatte da, das sieht man so grob, auf der anderen Seite so riesigen Freiraum, den ich für nichts gebrauchen konnte. Und deswegen habe ich diesen großen freien Raum halbiert und da halt einen Lagerraum draus gemacht, weil ich mir dachte, die Zwerge haben sicher einen Lagerraum. Ergibt zumindest irgendwie Sinn, dass sie sowas hätten. Und ja, vielleicht kann man dann noch einfach aus Spaß aus der anderen Fläche ein Gästezimmer für Schneewittchen oder so machen. Wie auch immer, auf jeden Fall platziere ich jetzt noch Instrumente, weil die ja auch so musiziert haben in der einen Szene und da hat ja auch Brummbär auf dieser Orgel gespielt. Übrigens, welchen Zwerg mögt ihr am meisten? Ich dachte immer, es wäre Seppel oder Brummbär, weil die halt, naja, wer liebt Seppel nicht? Und Brummbär ist halt einfach lustig, weil er immer so wütend ist. Aber als ich den Film halt letztens nochmal geschaut habe, bevor ich dieses Haus hier gebaut habe, ist mir irgendwie aufgefallen, ich mag Happy total. Ich weiß auch nicht, aber in meiner Erinnerung war er irgendwie einfach zu fröhlich die ganze Zeit, aber als ich ihn nochmal gesehen habe, den Film, fand ich ihn einfach niedlich, also ich mag Happy. Und ich will gerade, wen gibt es denn noch? Es gibt außer Seppel, Happy und Brummbär, Chef, Schlafmütz, Pimpel und Hachi. Ich glaube, das waren tatsächlich alle. Ich habe auch in dem Schlafzimmer, was man dann zum Schluss sieht, also ich habe das nicht krass dekoriert, weil war es ja auch nicht im Film und was wollen 7 alte kleine Männer jetzt auch krass mit Dekoration. Aber ich habe versucht, an jedem Bett auf den Nachttisch irgendwas zu stellen, was so ein bisschen erkennen lässt, welcher der Zwerge da schläft. Achso, wir kommen doch jetzt schon zu den Betten. Und im Film sind ja auch so 3 aneinander, sodass Schneewittchen sich da so gut drauflegen kann. Aber
das war halt insofern blöd, weil dann könnte man das mittlere Bett in die Sims halt so nicht nutzen. Und deswegen wollte ich die erst zusammenstellen, hab's dann aber doch nicht gemacht, einfach aus Spielgründen, hab das eine dann so ein bisschen auseinandergestellt, weil ich das irgendwie sinnvoller fand. Und jetzt kommt die ultimative Quizshow. Wer schläft in welchem Bett? Ich habe ein Bett mit Büchern, beziehungsweise so einem Heft und dann eins mit einer Uhr, mit Taschentüchern, mit einer großen, grimmigen Bärenstatue, mit Blumen, Keksen und eins mit einem Frosch. Raterunde beginnt. Ding, 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 zu Ende. Also Chef hat die Bücher und Schlafmütz die Uhr, Hatschi die Taschentücher, Brummer die große cremige Bärenstatue. Dann dachte ich, Pimpel steht vielleicht auf Blumen und weil Happy so fröhlich ist, mag er sicher Fröschchen und deswegen habe ich ihm einen Frosch gegeben. Und Seppel hat Kekse neben seinem Bett versteckt. Und ja, dann kommen wir zu den Screenshots. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!